Ja, Josef Dürr, jetzt hocken wir hier im 96. Also im September wirst du dann 96. Und seit 11 Jahren bist du da der Gärtner von dieser roten Bergkapelle, oder? Ja, wie bist du dazu gekommen? Ja, weil es furchtbar ausgesehen hat vorher. Ich habe mir immer gedacht, wir haben eben weiter oben noch eine Liegenschaft. Und dann bin ich am Alltag hier vorbei. Dann habe ich gesehen, dass es hier furchtbar aussieht. Das ist ja eine richtige Verlassenheit gesehen. Ich dachte, ja, da müssen wir dann schon wohnen müssen machen. Es ist ja schade um Kapelle. Und da wurde ich dann pensioniert worden, wie auch noch später. Habe ich mal gesagt, im Ruhz, ja, wir machen da mal etwas. Das ist ja eine Schande, Kapellen so vernachlässigen. Da sagt er, ja, zuerst inwendig. Dort hat es so katastrophal ausgesehen. Ein Tuch dahin gesehen. Es ist wahrscheinlich in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts das letzte Mal gewaschen worden. Das Tuch? Ja. Und dann sagt er, hat er mir 100 Franken gegeben und sagt, ja, schau du also mal etwas anderes hin und reinkommt. Und aber 100 Franken sind bald voll gesehen. Bist du pur gesehen vorher? Ja, ja. Dann bist du eigentlich nie pensioniert, oder? Ja, ja, dann schon noch. Dann eine Wohnhaussanierung noch gemacht. Aha. Und dann habe ich gesagt, jetzt wollen wir aber auswendig auch noch etwas machen. Sie müssen dort unten bei der Mauer alles ausgraben. Aber tief, als dann die alten Wurzeln aufzufügen. Und dann sagt er, ja, ich muss halt sagen, wie wir es machen wollen. Dann haben wir es eben gesagt. Und dann drücken wir dort einen Töpf her, um und um, Pflanzen drin. Und dann hat man auch etwas verbessert und jetzt ist es schön geworden. Sie hätte schon nie gedacht, dass du noch mal so ein Marienpfleger oder Kapellenpfleger würdest. Ja, 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 ja. Und dann noch Marianne ist dann die erste, die eben gefreut hat daran. Ah, so Marianne von drei Kleidern? Ja, ja, ja. Und dann hat sie auch, ist sie dann Uhr und hat die Pflanze verdrängt und wir alle bisschen, bis jetzt sind wir alle ausgekommen daran. Hocken wir nicht schon mal ein bisschen auf dem Bänkli zu? Hier? Ja, wir haben da schon. Wir haben mal ein bisschen gerätschelt mit dem. Also für dich ist das mehr als Arbeit. He? Du machst das so gerne irgendwie. Ja, ja. Ich habe wirklich Freude daran. Da die Holzgarnituren da habe ich alle selber gemacht. Und die Bank habe ich auch selber müssen machen. Hat er gesagt, ist du defekt gesehen. Dann machst du nicht eine neue Bank? Ja, morgen können wir schon. Jetzt ist er eben Anfang älter geworden. Und dann da die Holzkiste da auf der Mühle abgemacht. Und inwendig hat man auch immer etwas so ein verbessert. Ein neues Kreuz hier da. Und ja, jetzt ist es ziemlich gut sein. Eine Maria ist dahin, gell? Die Maria, ich habe nur gemeint, die hätte mal gehört, die hätte eine lange Geschichte hinter sich. Die ja, Maria. Die ist, denke ich, mal am ganzen Berg gesehen. Hä? Schau, das Tori, liebe Zuschauerin, liebe Zuschauer. Schau, Tori, wir dort nebenzu eben noch der Rudi Loher ist. Vielleicht kennt ihr ihn noch als Posthalter von Oberried. Jetzt ist er auch am 88. Er macht dort schon mal Wanderungen da und redet eben dann mit dem Josef Dürr da oben und so. Aber ich glaube, die war dann irgendwie wirklich mal zu Gams, mal gerne im Oberried, dann wieder zu Gams. Und aber ja, jetzt wieder zurück zu deiner Arbeit. Was ist denn so deine Arbeit, die du da machst? Also, ja. Marianne hat gesagt, du trinkst, aber du nimm ja auch, oder? Ja, aber habe ich dann gesagt, zur Maria höre ich auch Josef. Aha. Dann hat man noch erkundigt und hat dann ein Inserat in ein Heftchen da geschrieben. Gesucht, eine HL. Sagt man den Heilig Josef in einer Bergkapelle. Und dann haben sie das aber anders getan. Sie haben geschrieben, gesucht aus einer Bergkapelle. Da habe ich den Verlag angerufen und gesagt, ja, warum muss ich jetzt das so getan haben? Aus einer Bergkapelle habe ich das Gefühl, können wir sicher, dass Josef steht über. Da sagt die, die das Telefon abgenommen hat, ja, ich glaube, sie auch. Also, da geht es noch mal anders.
Und dann aber etwa zwei, drei Tage später hat die Frau angerufen von Wallisellen. Ich suche hier, ich habe den Telefonnummer drin, Josef Statue, ja, ob sie eine hätten, ja, sie nicht, aber die Mutter hätte eine. Aber jetzt gehen sie noch einen Monat in die Ferien, in Adelboden haben sie ein Ferienhaus, und dann noch bringen sie es dann. Und dann ist der Monat um mich gesehen, eine Woche drüber raus, und niemand hat mir etwas gesagt. Und ich dachte, ja, jetzt ist dann nicht gut. Ich habe ja keine Adresse, ich habe nicht gefragt um eine Adresse. Und dann aber ein paar Tage später haben sie dann angerufen, jetzt bringen sie die Statue und sind dann gekommen mit und haben sie dann selber umgetragen. Und ich habe gesagt, ob sie nicht selber umgetragen, nicht, dass sie dann noch stolpern und sie dann noch kaputt sind. Jetzt ist sie eben dahinter in der Kapelle. Dann habe ich wieder gesagt zum Rudi, im Ruder Klaus sollten wir auch noch haben. Da hat er gesagt, ja, im Appenzell ist vielleicht noch mit dem Museum. Da kommt vielleicht dort etwas über. Und dann ist aber nichts gesehen. Und dann hat die Frau von. Warum hast du den Bruder Klaus gebraucht? Warum denn? Ja, den habe ich auch in die Kapelle, den würden wir noch haben. Aha. Also Josef Maria und Bruder Klaus, das gehört ja, dazu. Ja, ja. Ja. Jetzt, da hat mir der Abt von Marienstein, Kloster Marienstein, angerufen am Abend. Eben, er hat fünf Angebote bekommen von meinem Bruder Klaus. Sie haben es dann in einer Heft, Marienstein-Heft, inseriert. Und da sage ich auch, wie gross ist die Segen? Ja, ein hat 50 cm. Sage ich, das ist gerade der, den wir dort haben. Was er kostet? Ja, nichts. Und dann hat er gesagt, ich habe gesagt, er müssen mir nicht schicken. Ich habe einen Enkel, der in Hofstetten wohnt. Der ist gerade etwa eine Viertelstunde von Mariensteine weg. Und dann habe ich es noch gesagt. Und dann sagt er, ja, ich habe ihn angerufen. Und dann aber hat niemand mir etwas gesagt. Und dann habe ich mal gesagt zur Töchter, die wohnt in Finstersee, ja. Wenn du mal zum Sohn hingehst, zu Michael heisst er, geh mal her in das Kloster, frage mal um den Bruder Klaus. Und dann ist sie her und dann hat der Abt gesagt, ja, der sei immer noch am Tessin. Und da hat er die Adresse angegeben und dann hat sie ihn eben selber geholt im Tessin und jetzt ist er nicht im Winkel hin. Ja, eben, 50 cm, allzu gross, mag es ja das nicht leiden, dieser Kapelle hin. Ja, natürlich. Es ist eben so eine Nische, dort hinten dran so eine Konsole. Jawohl. Und dort hat er gerade hergepasst. Genau. Und jetzt ist er da daheim. Bist du schon das ganze Leben lang ein Gläubiger gewesen, oder? Ja, mal, ja. Immer ein bisschen Glauben kam. Man musste mit dem Leben. Es war doch notwendig. Ja. Was hat denn dir der Glaube gebracht jetzt in deinem Leben? Ja, da hat man schon von jung auf gehabt. Die Eltern sind noch gläubig gesehen. Und man ist mit dem aufgewachsen. Ja, ja. Aber du hast es nicht, weißt du, es heute mal ist, wenn Leute herkommen, du hebst nicht den Hut auf und dann nachher du Spenden einsammeln. Nein, nein, wir also, haben doch nicht einmal einen Opferstock. Herrgoles noch. Ja, gesagt. Da hat es noch der, die lieber rausnehmen als ich täte. Dann machen sie mir noch etwas kaputt und dann können sie auch einwerfen und dann können wir schon sammeln. Aber es sind ja keine Sponsoren für das letzte Jahr. Du machst das doch alles für Gottes Lohn, ja, 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 ja. Vielleicht kommt es mir dann mal zu gut. Das kann man gut vorstellen, ja. Ja. Aber man muss schon sagen, schon ein ruhiger Ort ist ein schöner Ort. Das ist natürlich eine Aufgabe, die man hat. Gleich, ja, oder? Ja. Das heisst eben, in einem Bericht, eine Stadt auf dem Berg kann nicht verborgen sein. Unsere Kapelle sollte auch nicht verborgen sein. Es heisst ja dort auf der Beschriftung, Wanderer halte an und schau die wunderbare Natur Gottes. Verweile an diesem Ort und besinne dich auf die kurzen Schritte deines Lebens.
Genau, das ist etwa mal auch wichtig, dass man an einem Ort kann sein, sich kann besinnen, oder? Ein bisschen weg von dem Alltagsstress und so weiter. Hast du früher als Landwirt hast du sicher etwa mal Stress gehabt, oder nicht? Ja, man hat etwa mal doch nicht viel gehabt. Eben. Man lebt jetzt einmal immer noch. Ja. Die Sport treiben, tut es mir etwa mal. Bei mir ist es dann nicht um die hundertsten Sekunden gegangen. Aber man hat schon etwa mal stehen gehabt. Ja, aber um ein gutes Herz ist gegangen, gell, irgendwie. Ja, es tut man immer noch. Eben, gell. Du bist doch jetzt gut weg, also bist immer noch mit dem eigenen Auto unterwegs. Du bist da einen Stutz zugefahren, damit wir da, ich jetzt auch Pensionist und Ruhe im 88 können gut parkieren, gell. Also, du, jetzt mal, das ist nicht ein Transporter. Wie bist denn du ich auf einem Stutz? Ja, hast du auch aufgeholt? Ich habe ein bisschen mehr Gas gegeben. Hat schon auch nicht gespult, aber es ist dann doch gegangen. Also immer wenn Besuch kommt, dann nachher fährst du durch? Nein, ich da unten dran parkieren. Hast du es nur uns gemacht? Ja, ich denke, wenn etwa zwei Autos kommen, so brauchen sie dann den Platz selber. Ja. Also der Glob hat dir immer auch Zuversicht gegeben, oder? Irgendwie ja, eine gewisse Stärke auch. Also ist das so ein Grund, dass du jetzt so pusperst, so rüstig in 96 gehst? Ja. Man hat so nicht gelebt. Und dann habe ich eben mal gesagt, und gesoffen heimlich. Ja, der Messwein hast du schon noch in einer Nische versteckt? Oh. Nein. Nicht? Ha? Ich habe nichts da mit dem Alkohol. Nicht, dass ein Messwein mit der Maria ein bisschen angeprost ist und so weiter. Ha? Ja. Hey, bist du sicher? Ha? Ja. Da sind wir nicht, nebst dem Wasser. Eben. Wasser hat es genug. Genau. Ja. Das habe ich noch schön gesehen, das letzte Jahr und auch heuer. Als wir Wasser hatten, oder Ruz hat dann von da vorne nie, da vom Stall hinterher hat er das Wasser genommen. Vorher war kein Wasser da gewesen. Wir hatten da Schwierigkeiten gehabt, das ja auch mit dem Trinken. Woher hätte man es holen wollen? Mit dem Tank. Was ist denn so dein grösster Wunsch, jetzt noch, den du jetzt hättest? Zusammen auch mit dir, mit der Kapelle? Ja, Also noch habe, Marianne sagt dann, ja, wenn ich dann noch Musik, ja, wer macht es denn? Ja. Darfst noch nicht sterben, sagt sie dann. Ja. Als 65-Jährigen, oder muss ich doch gleich einmal am fast 96-Jährigen fragen, wenn man jetzt so mit einer Kapelle zu tun hat, dann ist man auch immer ein kleines bisschen, oder? Mit Tod verbunden, auch ein bisschen nach bei Gott und so weiter. Hat man Angst vor dem Sterben jetzt in dem Alter? Ja, nein, wenn man halt recht tut, in der Meinung recht tut, dann muss man keine Angst haben. Ja. Das heisst, du würdest jetzt das noch gut und gerne noch 10 Jahre weitermachen? Ja, da bin ich noch. Ich gehe gerne nur da etwa mal und dann... Also wenn ich auch noch Hilfe habe dazu, so ist das schon zu machen. Also der Rudi und ich, wir stützen dich dann, wenn du mit dem Auto dort oben anfährst. Ja. Wir probieren dann dagegen zu stemmen. Der Rudi hat zwar gesagt, dass ich gestern noch ein bisschen wandern gehe, dann gehen alle Knochen weh, aber eben, wie gesagt, also, ja, gell, he? Man sollte das nicht übertreiben, wenn man im Alter ist, gell? Ja, wandern könnte ich schon nur so. Ja. Ich habe dann noch eine Schwierigkeit mit dem Schnaufen, wenn ich dann weit muss laufen. Ja gut, wenn der Hügel kannst du einfahren, musst du auch nicht wandern. Du meisterst mit deinem Auto jeden Hügel. Ich gebe einfach ein bisschen mehr Gas und dann eben, gell? Ja, du, gell? Also, dann einmal vielen Dank. Jetzt wollen wir natürlich einmal dann auf dem Rudi wissen, was denn da mit der Maria auf sich hat, wo wir dann die wieder geholt haben. Rudi ist ein Lokalhistoriker natürlich, gell? Und eben glatt ist eben schon eben gehört, sie sind eben dann irgendwie mal vom ganzen Berg noch irgendwie noch auf Oberried angekommen, ist jetzt wieder da. So, jetzt wollen wir mal den Rudi fragen. Ja. Jetzt haben wir immer vom Rudi Loher gekriegt, gell? Postbeamten des Buchs, diplomierter Postbeamten, oder? Und nachher eben ein Posthalter in Moberried. Aber mich würde es interessieren, was ist denn das mit der Maria gewesen? Wie ist das jetzt genau gegangen? Ja, das war so gewesen, oder? Ich war ja Posthalter in Moberried, aber gleichzeitig 30 Jahre beim Museum. Ich habe das Museum gegründet und bei 30 Jahren im Vorstand gewesen. Darum komme ich da ein bisschen raus. Und dann, die Maria ist eigentlich einmal mir angeboten worden, eine ganze Familie
Übrigens, meine Frau ist schon eine Gamserin. Darum kennen wir die Kapelle und die Region hier, Rotenberg, also wie aus dem Hosensack. Die Maria ist mal bei einer Estrich-Raumte zum Vorschein gekommen, hier zu Gams, bei einer Familie, nebst anderen heiligen Bildern. Die heiligen Bilder konnte ich dann mitnehmen ins Museum Zobried, haben sie dort natürlich ein Depot gelegt. Aber Maria hat mir dann der Leiter vom Museum gesagt, du, also die gehört nicht ins Museum, die gehört dort her, wo sie herkommt. Aber warum ist das? Wir haben auch das Gefühl, die Maria ist von Gams und die gehört auf Gams. Ich habe mal vor ein paar Jahren im Rindtaler Kalender, also da ist es gleich wie Werdenberger Jahrbuch, habe ich mal einen Aufsatz geschrieben und dann hat die Redaktion so gegeben, den Titel noch abgeändert. Sie haben dann geschrieben, die Odyssee einer heiligen Figur geht auf dem Gamsenberg zu Ende. Also schlussendlich hat die Maria noch langem Umreisen, sie war mal in St. Gallen, wieder zu Gams, wieder dort, wieder da, hat sie also den Weg wieder daher gefunden. Und eines Tages haben wir das Gefühl vom Museum zu Bier, wir wollen sie schlussendlich hier in Rotenberg ausstellen, weil da eigentlich nichts um ist an Statuen und Heiligen. So weit. Und dann haben eben, damit der Josef dann noch jemanden hatte. Ja, oder ja. Damals hat es den Josef noch gar nicht gegeben, gell? Ja. Dann haben wir sie mit der Frau zusammen da vorne in die Nische hineingestellt. Man hat keine Freude gehabt. Die Sonne hat so richtig hergeschonnen. Und dann sind wir gegangen. In ein paar Tagen sind wir nochmal uhr. Gerade zum Wundern, ist jetzt die Statue noch da oder haben sie gestohlen? Oder diese Sachen werden hier gestohlen. Und, das war nicht zwischen Karfreitag und Ostern gewesen, nein, ja? Dann sage und schreibe, steht die Maria innen da in dem Räumchen. Und dann haben wir also wirklich keine Freude gehabt, weil schlussendlich hat die Maria-Statue, die eigentlich ursprünglich von Gams soll stammen, vermutlich aus einer Kirche oder aus der Kirche, hat wieder den letzten Standort da gefunden in der Kapelle auf dem Rotenberg. Und das freut mich heute noch. Ja gut, dann ist ja klar, wenn du provisorisch hergestellt hast und sie will ganz daheim sein, ist nicht ins Haus, oder? Ja. Oder weißt du inzwischen, wie sie hergestellt hat? Der Clou ist natürlich, ich habe gesehen, sie können gestohlen werden, weil eine Zeit lang vorher habe ich mal da vorne, ich zeige es dir noch, wo, bei dem Seitenaltör ein gläserner Heiland hergestellt. Und der gläsige Heiland, der ist eigentlich so viel kultureller Wert oder musealer Wert, der steht heute zum Beispiel zwei Dutz im Museum und in anderen Museen, wo dann sage und schreibe, ist gleich eben da gewesen und hat den gläsigen Heiland mitlaufen lassen. Dann haben wir später mal ein Kruzifix, ein gewöhnliches Versägezeug-Kruzifix hergestellt, wo wir wieder vom Wandern zurückgekommen sind, haben wir geschaut, ist das Kruzifix noch da. Sage und schreibe, das Kruzifix war einfach da, aber der Heiland hat gefehlt. Den Gipsheiland haben wir wieder weggenommen. Ja. Also hat es also die da oben und man hat immer gesehen, die Kappel sollte man halt abschliessen. Es sind hier so Diebesbänder rum, die eigentlich dieser Sache nachgehen und danach die Tür verkaufen wollen. Schlussendlich eben die Maria steht da innen auf dem Holzsockel. Und dann, wie der Josef gesehen hat, später ist dann der Josef dazugekommen. Jetzt müssen wir aufpassen. Also der Josef Tür hat gesagt, der Josef, die Statue ist dazugekommen. Der heilige Josef ist dazugekommen. Ja gut, heilig ist der Josef. Oh, ja, und dann aber zur Freude eigentlich von den Besuchern immer mehr Attribute zu geben für die Kapelle, immer mehr Stücke, sei es Engel, sei es Bilder, sei es Statue, sei es Kitzel. Und schlussendlich ist das Räumchen voll von schönen Sachen, religiösen Sachen, inmitten einem Blumenmeer. Das hat man geschaut, dass immer Blumen in dieser Kapelle sind, aber künstliche Blumen müssen sie, die muss man eben nicht pflegen. Die künstlichen Blumen, die hat die Schwiegertochter von Spanien so gerne gebracht, oder wenn ich es recht sage. Und wenn man heute hinschaut, ist das also eine Freude. Ja, das letzte Jahr zum Beispiel haben wir noch zwei Statuen bekommen, die Heilige Rita und noch den Pater Pio. Und ist auch noch drin, nebst den Engel, die dort auf den Simsen und auf den Bilderrahmen hocken. Es ist einfach eine herrliche Sache.
Darum würde ich sagen, die Kapelle ist nicht nur eine Landachtsstätte, sondern auch ein Stück Museum. Das Kapelle, das Innere, könnte irgendwo in einem Museum im Zimmer stehen und die Leute es bewundern und fast Kniebeuge machen vor diesen verschiedenen altertümlichen Sachen. Die Aufnahme ist jetzt Ende August. Der Josef hat gesagt, wir seien Spock, also rundum. Ich habe gesagt, noch eine grössere Blumenpracht gehabt. Das muss man vielleicht noch sagen, oder? Also, ja. Aber schlussendlich eben unsere, oder der Kapellengärtner ist der Josef Thür. Er war schon pur, hatte immer schon einen grünen Daumen gehabt. Und also er versteht es tatsächlich da oben. Also er hat ein Bischof gemacht, all die Jahre. Er hat Topfpflanzen, er hat in Kübeln, Kisseln, Kistchen, in Trögeln, in der Erde. Überall hat er Pflanzen. Wir haben es ihm erzählt, also er hat auch die 40 Pflanzen, also auch die 40 Kissel, Kübel, Trögel und so weiter. Und das braucht natürlich alles Pflege, oder? Und der Sepp geht natürlich voller Liebe da Uhr. Und dann hat er noch eine Hilfe, manchmal, die Marianne ganz dabei. Die wohnt hier in der Kleintunde, die geht mit dem Hund spazieren. Und wenn sie das Gefühl hat, man müsse trinken, dann trinkt er sie Pflanzen. Und schaut zum Besten. Hat es ja noch viele Besuche hier, weißt du? Du gehst heute mal vorbei. Gibt es ja nicht mal Leute, die also, ab und zu, also ich kann nicht sagen, ob es viel hat. Schlussendlich ist ja hier unten ein Parkplatz. Also der Jakob Rutz extra für 3PW einen Parkplatz gemacht. Hat dann sogar noch die Wasserleitung und Stromzufuhr hergetan. Man ist also gut versichert. Also die können mit dem Auto fahren, ungeniert fahren. Biker mit dem Velo oder Fußgänger natürlich sehr viel, aber ob sie in den Weg der Uhr finden, ist eine Frage. Da unten, gerade an der Straße unten, hat er selbst sogar ein kleines Altörli errichtet oder hergestellt. Altörli, Ave Maria, das wie Grüße Maria oder kommt Uhr oder kommt Uhr, schauen. Es ist alles sehenswert. Und darum. Genau, und eben, wenn man jetzt hochfahren will, dann im besten beim Kritzibach. Ja, also Kritzibach man könnte mit dem Auto also von der Wildhausenstrasse nach dem Zollhaus ist dann ein Weg, wie es ist ein bisschen eng dort, gell? Dort ist eng und über Kritzibach ein Liter genau. Ist ein bisschen übersichtlicher. Genau. Darum, es hat ein ziemlich Bauern da im oberen Berg und die kommen heute halt mit Traktoren, mit Meier und mit allerlei Maschinen und dann brauchen sie eben die ganze Strasse. Im 88. Rudi, was bedeutet dir diese Kapelle? Also für mich ist die Kapelle eigentlich schlussendlich so viel wert. Also es geht bald am Ende zu. Man weiß nicht, ich lebe morgen noch, lebe übermorgen oder kann ich noch 10 Jahre leben, wann ich einen Hof. Und als Hobby Volkskundler würde ich sagen, hoffe ich gerade, ich möchte auch noch wieder Seppo sehen, noch ein paar Jahre. Wieder vorbeikommen da und da zum Schauen, ob das noch in der Ordnung ist. Und immer ist da tiptop in Ordnung. Wie der Sepp gesehen hat, vorher, also vor diesen 10 Jahren, vor die Maria kam und die Statue Maria, ist natürlich ein Wildnis da. Es hat niemand dazu geschaut. Die Kapelle war immer Dornröschenschlaf. Es war schade, aber heute, also kann man sagen, eine Oase. Der Lieder Schönheit. Und der Ruhe natürlich auch, gell? Und der Ruhe. Also die, die hochkommen, können entweder hacken, sie knüllen oder stehen, sie können betten, sie können ausruhen, sie können vesperen, sogar, wenn sie wollen. Oder überhaupt die Natur anschauen. Man kann abschauen, aufschauen, ob sie und nicht sind. Es ist einfach alle Wille schön.